Hallo und willkommen zurück zu Let's Wimmel Enigmatis, die Serie von Maple Creek. Shen ist gerade unterwegs. Help. Help me. Nö. Fall um. I remember now. No, you were wrong. You're still in great danger. We knew each other. And fairly well, it seems. I have to wake him up. Erstmal nehmen wir das mit, was er da hatte. Er ist am Leben, aber bewusstlos. Ja, komm, weg ihn mit der Leuchtpistole auf. Sein Puls ist schwach, aber er lebt. Vielleicht kann ich die mit der Leuchtpistole treffen. That'll scare them. Wow. The bell tolls incessantly, as if it's summoning something. No. Fünfundfünfzig Jahre alt. Die alles mit angesehen hat, doch nicht sprechen kann. Der Baum. Wälder, Bäche, Steine, Tiere. Auf dem Wanderweg gibt es viel zu entdecken. The trails are beautiful, but first I'd have to know where to go. Okay, gehen wir jetzt zum Kirchentor. Ah, da war so ein Ding jetzt drin, das brauche ich noch. Ah, da müssen wir wahrscheinlich alle Hände gleichzeitig runterziehen. So, Engelskopf, rein da. So, da weint wieder einer. Wer hat eine so eine Feder? Da hat eine so mit der Haare. Da hat eine mit den Haaren. Die hat da so ein Dreieck. Das passt dann nicht. Die passt da oben hin. Die hat irgendwie so mit einem Kratzer drauf. Hier ist sonst nichts mit einem Kratzer drauf. Passt du da hin? Nein. Du passt da hin. Die passt da hin. Die mit dem Dreieck, die passt da aber nicht hin. Die passt da hin, die passt da hin. Die passen alle. Die passt auch, die passt auch. Die passt da nicht hin. Ah, so. Und direkt ins Würmbildspiel. Universalschlüssel, Taschenlampe, Glühbirne. Zwei Stück. Was haben wir denn noch? Pfeife, Brille, Rose, Muschel, Rosette, Besen. Gebetskerzen, zwei Öllampen und zwei Sägen. Da sind doch Kerzen. Brauchen wir Kerzen? Die zählen leider nicht. Da ist eine Glühbirne. Da ist auch eine... Das war eine Öllampe, okay. Das war eine Muschel. Was ist das? Das ist nichts. Einfach nur eine Flasche. Da ist die Taschenlampe, da ist die Glühbirne. Oh Gott, ich habe jetzt schon wieder keinen Bock, diesen Universalschlüssel zu suchen.
Da ist eine Säge, da ist eine Säge. Brille, habe ich nicht gerade schon irgendwo gesehen? Ja, da. Eine Rose. Eine Pfeife. Nein, ist eine Trillerpfeife. Oder so eine Rauchpfeife, so eine Pfeife zum Rauchen. So eine Öllampe. Da ist der Universal. Ups. Na komm. Ach, das ist der gar nicht. Scheiße. Das waren die Gebetskerzen. Besen habe ich nämlich gerade irgendwo gesehen. Nee. Marienbild. Doch, da ist der Besen. Universalschlüssel. Pfeife Rosette. Das könnte sie sein, das könnte sie sein. Und mit Rosette ist jetzt nicht das Zweideutige gemeint. Schade, ich hatte gehofft, dass das hier der Universalschlüssel ist, aber das ist er leider nicht. Pfeife. Jetzt will ich erstmal die Pfeife. So, hier ist mal die Pfeife. Ah, das war der Universalschlüssel? Okay. Das sah eher aus wie ein Werkzeug, aber okay, hey. Wer bin schon nicht, sowas beurteilen zu können? Eine Pfeife. Das ist was für Tee. Da ist die Rosette. So, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es die Pfeife ist, die ich als letztes brauche. Eine Pfeife. Denn wir wissen ja, im Allgemeinen sieht eine Pfeife
so aus wie... Ne, es ist eine Klinge, das ist so ein Kerzenausmacher. Ja, das ist jetzt die Frage. Einfach nur Pfeife übersetzen. Es könnte auch eine Orgelpfeife sein. Das könnte jetzt so eine Trillerpfeife sein. Das könnte so eine Hundepfeife sein. Das könnte eine Tabakpfeife sein. Zum Rad. Ich habe absolut keinen blassen Schimmer, wo das hier versteckt sein könnte. Welche Pfeife siehst du denn? So eine Trillerpfeife oder so eine Tabakpfeife? Das hier? Ja, da habe ich gerade schon drauf geklickt. Das ist ein Stift oder sowas. Denkt immer bitte dran, wenn ihr jetzt schreibt, wie blöd ich bin, das nicht zu sehen. Mag sein, aber dafür habe ich vielleicht was anderes schneller gefunden als hier. Das nennt man Beifahrersyndrom. Werde ich auch nicht müde zu erwähnen in meinen Bildern. Boah, was ist das denn für eine Pfeife? Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Pfeife sieht man aber offenbar schon. Ich bin jetzt gerade mit den Augen und den ganzen äußeren Bereich abgegangen. Aber da habe ich jetzt noch nichts gesehen. Ich sehe hier ganz viele Kerzenständer. Ich will den Tipp eigentlich nicht nehmen. Oh,
Guckst du mit? Du siehst überall Pfeifen, ne? Ich sehe es nicht. I don't fucking see it. Wett wäre, dass es irgendwo ganz offensichtlich rumliegt. So wie immer. Ich überlege gerade, kann man Pipe noch irgendwie anders falsch übersetzen oder Flut? Dann fangen wir mal an, dann gehen wir die einfach mal. Das Ding hier. Doch, sieht aus wie ein Fall. Das ist hier so ein Kerzenlöschding. Ja, ist doch egal, dann gehen wir die einfach alle mal durch. Und der Kerzenständer ohne Ende. Ich bin etwas überfragt. Und überfordert bin ich sowieso. Jetzt kurz zu dem Schirm hier. Das ist das Fahrrad. Da ist ein Zahnrad, da sind mehrere Flaschen. Das sind Nägel, glaube ich. Das sind Tasten. Schreibmaschine, Flasche, haben eine Flasche, Kerze. Glasenes Herz, Krug. Engelsstatue, Glas. Tennisschläger, Schmetterling. Schrank, Kerze, hier was Komisches, Schöpfkelle, Uhr, Kerzenständer, Kerzenständer, Glasflasche, Schirm. Na ja, komm. Hä? Ach, da! Alter.
Alter, ist das bitter. Vier Fragmente fehlen. Na, wir haben schon 3 von 4. Alter. Der Fußboden wurde geflickt. So, jetzt gehen wir erstmal in den Keller runter und entdecken da unten den Körper. Ein. Wow! He isn't dead, is he? Und drin ins nächste Wimbel. Oh. Aber ich mache an der Stelle erstmal einen Schnitt. Und ich hoffe, dass wir dieses Wimmelbild jetzt ohne Probleme abschließen können. Tschüss!